Wertes Volk. Bezug nehmend auf die polizeilichen Restriktionen gegen die Server der Piratenpartei am Freitag, den 20. Mai 2011, kurz vor der Bürgerschaftswahl in Bremen, sieht sich Anonymous zu einer Stellungnahme gezwungen. Unter dem Vorwand, dass sich in den Bets, die sich auf dem System befinden, Informationen über einen geplanten Angriff auf den französischen Atomkonzern EDF befänden, wurde dieses abgeschaltet und zur Durchsuchung beschlagnahmt. Damit wurde der Partei zeitgleich eines ihrer wichtigsten Kommunikationswerkzeuge genommen. Dieser Vorfall wurde unter dem Namen Servergate bekannt und verbreitete sich rasant als schockierende Nachricht. Anonymous sieht darin eine Verletzung der Demokratie und Meinungsfreiheit. Wie über Twitter mitgeteilt wurde, hat auch die spanische Piratenpartei PETS zur Organisation der Proteste in Spanien verwendet. Durch Servergate wurden auch diese PETS vom Netz genommen und haben die Proteste somit behindert. Des Weiteren wurden Operationen unsererseits, wie zum Beispiel Operation Iran, welche sich bemüht gegen die Unterdrückung des Regimes im Iran anzugehen und die Menschen dort zu unterstützen, dadurch beeinträchtigt. Spiegel Online berichtete am 20. Mai, dass eine Gruppe von Anonymous gezielt ein Atomkraftwerk angreifen wollte und die Polizei die Server abschalten musste, um diesen Terroranschlag zu verhindern. Welt und TAZ folgten mit ähnlichen Artikeln. Wir verachten diese gezielte Verbreitung von Desinformation zutiefst. Jedoch ist es nicht unser Ziel, die Pressefreiheit einzuschränken. Vielmehr möchten wir Kritikern genauere Antworten liefern. Anonymous hat am 18. April im Rahmen von Operation Greenlights lediglich die Webpräsenz von EDF mit einer Distributed Denial of Service Attacke angegriffen. Dabei ist es unmöglich, die Kontrolle über ein Atomkraftwerk zu übernehmen oder ihm einen Schaden jeglicher Art zuzufügen. Ferner widerspricht es dem gesunden Menschenverstand, anzunehmen, dass die hochkritische Infrastruktur mit einer direkten Verbindung zum Internet betrieben wird. Kyberaktivisten des Widerstandskollektives Anonymous haben als Antwort darauf die Webpräsenzen der Polizei und des BKA angegriffen. Dadurch wurde jedoch keinesfalls die Verfolgung von Straftätern beeinträchtigt, dies war nie die Absicht. Aufgrund der Härte im Umgang mit der Piratenpartei wurden diese Behörden schnell zum Ziel von losen Strömungen innerhalb von Anonymous. Es existieren noch keine kollektive Operationen. Fassen wir zusammen, die deutsche Polizei hat wegen einer vergangenen Protestaktion gegen die Website eines Energiekonzerns eine demokratische Partei kurz vor den Wahlen lahmgelegt, die demokratische Bewegung der Bürger in Spanien behindert und Anonymous Operationen gegen Regime im Mittleren Osten gestört. Alles in allem war Servergate somit ein sehr undemokratischer Tag in der Geschichte unserer Freunde und Helfer. Wir hoffen nicht auf weitere Aktionen, wie diese, reagieren zu müssen. We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us.